Es ist das Gefühl der Berührung. In einer normalen Stadt geht man zu Fuß, verstehst du? Man berührt einander, man rempelt sich an. In L.A. berührt dich nie jemand. Wir sind doch immer nur hinter Metall und Glas. Wie weit können Kugeln fliegen? Sprichst du etwa von der Kugel, die durchs Fenster geflogen ist? Ist alles in Ordnung? Ich bin den ganzen Tag ständig nur wütend und ich weiß nicht warum. Verschränken Sie bitte die Hände hinterm Kopf, Ma'am. Tu bitte, was er sagt. Ma'am, tragen Sie irgendwelche Waffen oder Ähnliches bei sich? Damit die Akte verschwindet, verlangen Sie, dass ich einen potenziell Unschuldigen hinter Gitter bringe? Hast du deinen Bruder gefunden? Nein, Ma'am. Sag ihm, er soll heimkommen. Wieso hältst du dir alle Menschen so auf Distanz, hä? Kriegst du Panik, wenn du für jemanden was empfindest? Was ich brauche, ist ein Mann, der nicht nur so dasteht. Hätte ich mit ansehen sollen, wie er uns erschießt? Raus aus dem Gang mit den Schlüsseln! Ich habe gerade in die Mündung einer Pistole gesehen, aber ich bin selbst schuld, denn ich wusste ja, dass das passieren würde. Steigen Sie aus und halten Sie die Hände so, dass ich Sie sehen kann. Daddy! Schatz, bleib da! Kommen Sie nicht näher! Ich kenne den Mann! Hau ab! Du glaubst zu wissen, wer du bist. Du hast nicht die leiseste Ahnung. Du hast mit Gott Zwiesprache gehalten, hä? Was hat er dir erzählt? Ich will Ihnen nur helfen. Ich hab Sie nicht um Hilfe gebeten, oder? Ist schon gut, Daddy. Ich beschütze dich. Es ist die Berührung. Und ich glaube, diese Berührung fehlt uns so sehr, dass wir miteinander kollidieren müssen, um überhaupt etwas zu spüren. Ist noch was komisch? Die Menschen, Mann. Die Menschen.